Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play bei Let's Play Tomb Raider 2 Part 18 und wir können jetzt hier weiter aus dem Balsa raus hier rein. Und hier könnten gut die Kajüten sein. Aber hier müssen wir durch. Eine neue Verschlusstechnik. Die Drehtüren. Nee. Ach nee, nein, die keine neuen. Die war, gab's ja schon. Kistenrätsel. Würde ich sagen, sieht's hier aus. Ja, und diese rostige Kiste da verschieben. Ein Wunder, dass sie noch nicht kaputt gegangen ist. Ziehen geht wohl nicht, dann wäre Lara jetzt flach. Oder besser gesagt platt. Platt wie eine Flunder. Und noch ziehen und schieben und dann haben wir sie in der richtigen Position. In Kisten und Runden bin ich schon ziemlich gut. Mhm. Hebel ziehen. Oder besser gesagt, das ist ja ein Hebel. Lara, zieh die Kiste. Hier durch. Und weiter hier. Mal ein bisschen automatische Pistolen benutzen. Aha. Hab ich hier empfangen. Und jetzt, da oben ist ein Hebel, den kommt man nur mit dieser Kiste ran. Aber wegen dem Hebel ist man ja nicht hier. Sondern wegen was anderem. Diesmal kann man das nicht so einfach umrunden, wie ich es bei der Kiste letztes Mal gemacht habe, weil da oben ein Rohr ist. Und das ist im Weg. Einen Schlüssel haben wir eingesackt. Au! Na toll, das konnte ich nicht wegen dieser Kiste. Nein, wegen diesem Rohr. Und jetzt sind wir wieder hier. Haben diesen Gang umrundet. Aber das da durch den Schlüssel können wir. Rostiger Schlüssel. Können wir hier rein. Und das Schloss ist auch rostig. Ein rostiger Schlüssel zum rostigen Schloss. Eiweiß ziehen. Das gleiche Prinzip wie bei der ersten Kiste. Gleich haben wir sie in Position. So haben wir eine längere Rampe, um die Kiste da zu verschieben. Besser wegzuziehen. Und jetzt ist sie in richtiger Position, diese rostige Kiste da. Können sein, dass sie sogar mehr rostig ist als das andere? Nein. Sie sehen alle gleich aus. Außer die da unten, das sind überhaupt gar keine Kisten. Aber sie sehen von oben aus so wie Kisten. Außer, dass sie vielleicht die Streben anders sind. Und weiter mit der Kiste. Und wie gesagt, mit dieser Kiste. Der letzten Kiste. Von diesen verschiedenen Kisten hier. In diesem Teil des Levels. Und speichern. Das könnte... Wenn ich das verkacke, bin ich tot.
Und das will ich nicht. Und durch hier. Was? Erstmal hole ich mir das Geheimnis hier. Und schon wieder Kisten! Die über mich hinwegrollen. Oh, hier ist der Jade-Drache. Fehlt nur noch der Golddrache. Okay, ich benutze die automatisch. Weg da! Ein totes Hack. Man sollte so wenig Munition verschwenden wie möglich. Hat er was hinterlassen? Natürlich nicht. Und jetzt was Zeitgesteuertes. Wo ist der Hebel? Da! Und hier hoch. Das ist nämlich eigentlich auch zeitgesteuert, aber jetzt nicht mehr. Ah, nicht jetzt. Nicht, ich will nicht den Internet verbinden. Und jetzt können wir hier hin. Und jetzt heißt es hin und her. So lange. Bis das wieder zu ist. Was es jetzt ist. Und wir können hier hoch. Und den Hebel ziehen. Die Kisten hören, aber die Türen hören sich immer gleich an. Und weiter geht's. Und verdammt, das hört sich an nach Tauchern. Sie sind aber kein Taucher, das weiß ich. M16. Die ist super effektiv. War er da? Wo bist du? Oh, diese Gestöhne. Wo bist du, Typ? Da war er. Und am besten nutze ich sie weiter, damit ich die anderen auch erwische. Und ich sehe da unten Hai. Und Totenwache machen die. Hundsgemeine Totenwache.
Ah! Versteckt euch doch nicht unter mir! Haha, ihr seid tot. Und die sollt ihr jetzt weniger verwenden, weil ich Muni sparen muss. Und jetzt sollte ich auch gleich mal. Hat was hinterlassen? Nein. Ich sollte mal speichern. Weil wenn man daneben. Wenn man jetzt seine Beine daneben springt, ist man tot. Das möchte ich vermeiden. Speichern. Überschreibe Spiel. Ja. Und weiter geht's. Schnell. Hey, wir sind durchgekommen. Und zwar ziemlich gut. Ich würde sagen, erstmal den Hebel. Erst den Hebel. Besser gesagt, den Schalter. Und den haben wir jetzt aktiviert. Und nun zu den Typen. Haben die was hinterlassen? Zumindest der eine hat was. Der andere nicht. Schade. Aha. Der eine war wohl reicher als der andere. Ey. Nimm auf. Aha. Und jetzt schnell. Das ist zeitgesteuert. Wow, geschafft. Und weiter geht's. Wow. Wie viel Leben habe ich? Müsste gehen. Au. Und wir können hier durch. Yay. Quietsch. Und die hoch. Bevor ich da lang gehe, hier lang. Eine Klappe ist auf. Und ich habe den dritten Stromunterbrecher. Jetzt haben mich alle. Aha. Yay! Los. Hier hoch. Und Waffe. Ich nehme die Uzzis. Wo seid ihr? Da ist der erste. Und da ist der zweite. Ah, er hat schon wieder Harpunenmunition. Und er hat Uzi-Munition. Yay. Und jetzt heißt es wieder hierhin. Au. Stoß. Hab doch, Lara. Hab doch kein Brett vom Kopf. Jetzt hier lang tauchen. Hoch hier. Hoch da. Hoch. Halt! Hebel ziehen. Und jetzt können wir hoch. Au! Was sollte das denn, Lara? Steck doch deine Waffen nicht weg! Stirb, du Typ! Und jetzt du! Ah. Kleines Medipack würde reichen.
glaube ich. Aha. Mensch, Mensch, Mensch. Aha. Lara, manchmal hast du deine Fehler, oder? Und gib mir deine Sache. Gib mir deine Sache her. Aha. Oh. Schrotmuni. Und ich würde sagen, hier beende ich den Part und das war Let's Play Tomb Raider 2 Part 18 und bis zum nächsten Part.